Als der UN-Generalsekretär gestern in Kiew war, da besuchte er auch Butscha, den Ort, an dem russische Truppen mutmaßlich unvorstellbare Kriegsverbrechen begingen, entdeckt kurz nachdem die Armee abgezogen war. Die Aufklärung könnte dauern, bis die Verantwortlichen juristisch festgemacht werden können. Wie man in Syrien sieht, nach fast 10 Jahren sind nun offenbar Täter identifiziert, die in Tadamon, einem Stadtteil von Damaskus, 2013 an Massenerschießungen beteiligt waren. Sie gehörten zu Sicherheitskräften des Assad-Regimes. Kollegen des ARD-Magazins Report Mainz berichten darüber jetzt in einer Dokumentation. Erik Behres. Szenen aus Damaskus, Syrien, aufgenommen im Frühjahr 2013. Ein Uniformierter führt einen Mann an eine Grube, in der schon viele Leichen liegen. Was dann passiert, zeigen wir nicht offen, aus Respekt vor den Opfern. In weniger als 7 Minuten werden 10 Menschen erschossen, zum Teil während sie in die Grube springen müssen. Wir schauen dem Täter direkt ins Gesicht, wenn er abdrückt, völlig gewissenlos. Der Amsterdamer Historiker Ur Üngör hat schon zu vielen Gräueltaten geforscht. Doch als ihm das Video aus Damaskus zugespielt wird, verschlägt es selbst ihm die Sprache. Er beginnt eine jahrelange Recherche, an deren Ende der Täter aufgespürt wird, ein mutmaßlicher Massenmörder des Assad-Regimes. Ur Üngör tut sich mit einer syrischen Soziologin zusammen. Wir zeigen ihr Gesicht nicht, denn sie recherchiert verdeckt. Zuerst rekonstruieren sie Zeit und Ort des Verbrechens. Eine verlassene Gegend im Stadtteil Tadamon, im Süden von Damaskus, damals vom Assad-Regime kontrolliert. Die Opfer waren unschuldige Zivilisten. Nach fast 2 Jahren Recherchen der Durchbruch. Die Soziologin spürt durch Nachforschungen in sozialen Medien den mutmaßlichen Haupttäter auf, einen Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes. Ich war froh, aber auch nervös. Wer war er? Wie kann ich mich ihm annähern? Wie soll ich einem solchen Killer begegnen? Sie gibt sich als Assad-Sympathisantin aus und bringt den Mann zum Sprechen. In diesem Videochat ist er stolz auf seine Taten. Ich habe viele Menschen getötet. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Wir sehen in dem Video, wie einfach der Schütze Dutzende Leute umbringt. Zweifellos haben die Täter nicht nur eine Verbindung zu dem Assad-Regime, sie sind das Assad-Regime. Wir haben der syrischen Botschaft in Berlin dazu eine Anfrage gestellt, doch die bleibt unbeantwortet. Carla Del Ponte, ehemalige Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, hält das Video für wertvoll aus juristischer Perspektive. Dieser Beweis ist sicher eine sehr gute Grundlage für eine durchgehende Ermittlung und dass man eine Anklageschrift bereiten kann und vor Gericht gehen kann. Zuletzt gab es in Deutschland, in Koblenz, viel beachtete Urteile gegen Handlanger des Assad-Regimes. Möglich macht das sogenannte Weltrechtsprinzip. Der mutmaßliche Täter von Damaskus ist immer noch in Syrien. Bei ihm wäre ein internationaler Haftbefehl denkbar. Damit befassen könnte sich die zuständige Bundesanwaltschaft, doch die will sich bisher nicht äußern. Ur Üngör und die Soziologin vermuten, dass Assads Machtapparat solche Verbrechen systematisch per Video dokumentiert hat, etwa um mutmaßliche Täter unter Druck zu setzen, sollten sie sich gegen das Regime wenden. Die brisanten Recherchen haben wahrscheinlich nur die Spitze eines Eisbergs zutage gefördert.